Und sind wir jetzt, auch genau, da sind wir schon wieder. Jetzt sind wir im zweiten Teil vom CW Tag. Mal gucken, ob der Basti hier abliefert. Achso, nebenbei, ihr seid hier beim Kusur und der DZ-Ax ist auch dabei. Moin, moin. Und ich hoffe jetzt echt mal, dass er das schafft, Mann. Ja, ich auch. Also auf jeden Fall. Also hier. Also ich will natürlich ganz klar, will ich hier einen One-Star sehen, ganz klar, aber eigentlich möglich ist auf jeden Fall ein Two-Star. Jetzt gucken wir mal, ob Basti sich das hier traut. Wie gesagt, ich habe auch zu ihm wirklich nochmal gesagt, ey komm, chillig, lass es wirklich nochmal im Kopf geschehen, guck dir die Wiederholung nochmal an. Ganz gechillt. Er hat halt echt übelst den Druck auf ihm. Also ich kann, ohne Spaß, ich kann mich gerade irgendwie so ein bisschen hineinversetzen. Er macht jetzt hier mehr oder weniger einen klaren, kriegsentscheidenden Angriff und wirklich jeder guckt mehr oder weniger zu. Ja, natürlich. Ganz ehrlich, aber diese Sache sucht man sich ja nicht aus, sondern, wie soll ich sagen, beziehungsweise doch, man kann sie sich aussuchen, weil wenn ich halt von Anfang an sage, gut, okay, komm, ich hau meine Angriffe relativ schnell raus, dann geht sowas natürlich. Dann bin ich halt nicht die Nummer 10, die halt dann angreift, sondern halt wirklich derjenige, der hier von Anfang an alles klar macht. So, jetzt gucken wir mal. Razor den away. Mach einfach, werden wir sehen. Also, wie du sagst, wenn wir in Kriegsereignisse reinschauen, haben wir prozentmäßig schon mal definitiv die Nase vorn und 2% sind jetzt nicht so wenig. Wenn jetzt noch ein One-Star dazukommt, kleinen Moment. Wenn er jetzt nur einen One-Star holt und dann nur 50% genau hat, dann wird diese prozentuale Zahl ganz schön darunter leiden. Hab gerade 300 Gems ausgegeben. Ja, das glaube ich dir. Weißt du, aber wenn er halt jetzt nur 50% holt und nur einen Stern, dann kann es sein, dass die durchschnittliche prozentuale Zahl unter die vom Gegner fällt. Das kann passieren. Was? Wie jetzt ohne Witz? Die wird runter revidiert? Ja, klar. Es geht um eine Gesamtzerstörung, Junge. Nein, die kann nur nach oben gehen. Eine prozentuale Gesamtzerstörung, oder nicht? Vom Gegner. Und der wird ja logischerweise mehr zerstört, als er jetzt gerade wurde. Er wurde ja schon von Baumi um 37. Nein. Sich einfach alle prozentualen Zahlen. Nein, da bin ich mir ziemlich. Die Angriffe? Nee, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Wir werden es gleich sehen. Weil sonst. Ja, ich meine ganz ehrlich, wir sind jetzt nicht in der Situation, dass wir sagen können, nee, lass den Angriff, weil wir sind noch einen zurück. Das wäre jetzt halt, oh jetzt, es wird live angegriffen. So, jetzt bitte komm von unten, bitte komm nicht von oben. Das hätten wir ihm vielleicht schreiben sollen. Er kommt von der Seite. Oh Mann, oh mein Gott. Alter. Der ist von der Seite. Okay. Alter, du machst es spannend. Basti, du machst es richtig spannend. Alle Golems da auf einen Fleck ohne ein Balance. Wenn die Balance nicht schnell genug down gehen, werden die Golems richtig hart in den Anus. Oh mein Gott. Wenn die Balance jetzt nicht schnell genug down gehen, dann. Der hat aber genug Magier. Er hat genug Magier am Start. Das ist nicht das Thema. Gefreezed. Und er hat noch einen Freeze. So, das heißt also, ich würde mal sagen, ein One-Star ist es. Ja, aber warum geht er von der Seite? Ich meine, er hat immerhin. Oh mein Gott. Er hat immerhin vier normale, also vier dunkle Spells rausgehauen. Das sieht momentan. Aber guck mal, stopp mal, den Golem. Oh, die Königin könnte es halt jetzt, Alter, in diesem Fall. Könnte die Königin. Nein. Rage, sie rage. Ja, okay, geraged. Inferno, komm, geh. Alter, nein! Es wird nichts. Es ist nicht. Jetzt, Queen! Na toll. Alter, es ist nicht euer fucking Ernst, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Alter, warum geht ihr nicht von unten rein? Erzähl bitte was. Er hat jetzt. Die Adlerartillerie macht extrem wenig Schaden gegen Bogenschützen. So, jetzt warte. Ja, was will er reißen jetzt? Ja, er hat noch drei Minions. Aber es wird schwer. Och Mann, Leute. Oh Gott, es wird ultra close. Wenn er das jetzt noch irgendwie hinbekommt, komm. Der ist ein kleiner Wizard, Alter. Das nee. Wird nix. Alter, aber echt jetzt? Warum nicht von unten? Oh, ich ohne Spaß, ich schieb's jetzt nicht auf ihn. Mm-mm.
Ey, ganz ehrlich, Mann. Ey, Leute. Was soll das? Ich meine, er hat es immerhin schon mal besser hinbekommen als Baumi. So ist ja nicht. Mann, jetzt habt ihr verloren. Jetzt guck mal kurz bei der prozentualen Zerstörung Genau. kurz. Siehst du, es ist besser geworden. Lol. Ach Mann, Leute. Ohne Spaß, er hätte wahrscheinlich wirklich so, wie er gesagt hat, den unteren angreifen sollen und Three-Star beim unteren raushauen sollen. Ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, dass er mit vier Earthquake-Spells die Mauern durchbrechen möchte, wo die Base offen ist, ganz ehrlich, dann hätte ich auch gesagt, bald greift die neuen an. Glaub mal, Alter. Na gut, ich muss ganz ehrlich sagen, er kann jetzt auch nichts dafür, er hat so gemacht, wie er gedacht hat, das vielleicht funktioniert. Aber gut. Jetzt ist halt natürlich veranest, weil dieser andere Player ja nicht online kommt. Was? Gut, okay, wir haben offiziell den CW verkackt, warum auch Jetzt immer. kam im letzten Moment das so richtig raus, so. Wir möchten hier keinen Namen nennen. Boy. Alter. Es müsste jetzt nur noch jemand in den letzten 10 Minuten jemand online kommen, Mann. Genau, und erstmal richtig wegrasern. Richtig erstmal Three-Star auf die Eins, genau, richtig ins Gesicht. Ja, wäre ich jetzt da, wäre es natürlich easy, Mann. Ja, genau. Easy Golem-Beben hätte ich dann rausgehauen und das Aber wäre guck ein mal, ganz easy ehrlich, du musst nicht mal, Eight-Star. ganz ehrlich, du musst ja nicht mal ein Golem-Beben draus machen. Nein, Du natürlich machst hier ohne einfach nur einen Erdbebenzauber, aber Golem. ich würde halt genauso machen wie das Golem-Leben, bloß halt ohne Erdbebenzauber, sondern irgendwie noch mit einem Freeze und einem Rage dazu. Schade. Das ist der Moment, wo ich mir denke, schade, warum bin ich nicht Townhall 11? Wo ich dann halt Hat wirklich kein sagen würde, letzter gut, Boss okay, mehr. komm, hier wäre echt Rasieren am Start gewesen. Wir machen trotzdem noch mal so eine, ja, gute CW. Ja, cool. Ich bin als heroischer Angriff drin, auch nicht schlecht. Wollen wir aber uns Wow. natürlich nicht angucken. Wir wollen mal gucken in mein Team. Wir gucken mal rein, was hier noch abgeliefert wurde. Kriegsereignisse. Wir haben. Ich guck mal, ob hier wirklich ein richtig schöner. Cody hat noch abgeliefert. Es ist halt echt so close. Ich hasse sowas, wenn es so close ist. Wenn nicht mal ein Clan wirklich dominiert, ja, wenn Hier, man hier, wirklich hier, hier, sagt. hier, hier, hier haben wir. Und zwar, das bin ich in dem Fall nicht. Achso, das gibt's noch zu sagen. Ganz wichtig. Wenn ihr halt gerade seht, der Town Hall 8-Account, der wird ja von Guzo gespielt. Aber das ist momentan Nova. Den habe ich ja momentan an Nova in Anführungsstrichen zum Spielen gegeben. Und der hat da wirklich richtig hart. Der hat da richtig übel abserviert. Ganz ehrlich. Der hat auch gesagt: Ey, komm hier, ich spiele hier mal ein bisschen. Und der hat die Mauern geknallt. Ich dachte, Alter, was geht denn, Alter? Weil ich hatte noch richtig, richtig viele Mauern auf 7. Und der hat richtig abgeliefert. Der hat, ich gucke rauf, what? 50 Mauern mehr? Männlich, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ganz ehrlich, der hat da richtig abgeliefert und er hatte zu dem Zeitpunkt wurde halt gerade sein Account gesperrt. Der wurde gerade ja für eine kurze Zeit gebannt und konnte halt richtig mit meinem Account loslegen. Und das hat er richtig, richtig gut gemacht. Also der ist jetzt so weit wirklich fast maxed, Town Hall 8. Und mega geil. Also und hier sehen wir Insane. halt wirklich nochmal, er hat richtig, richtig gut angegriffen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich den so gut angegriffen hätte. Und guck mal, das ist hier auch, ja, nicht mal damn close. Wir haben hier Pekka am Start noch, der halt nochmal, die halt nochmal gut razern. Ja, Und die hier, guck Ballons, mal, die die Ballons. Loons halt Halos sind einfach richtig mal stark. richtig gut. Flächenschaden ist komplett away, würdest du jetzt sagen. Und guck mal, hier jetzt noch die Kanone Die und kleine dann Kanone, die arme Mann. schön alles weg. Hier, guck mal, geht halt richtig gut. Die müssen Richtiger halt wieder Schwund. schön wieder zurücklatschen, aber who cares, vollkommen egal. Richtiger, richtiger Läuft Schwund. auf jeden Fall. Die Ballons können. Na, hast du das So. gesehen gerade? Hast du das Jetzt gesehen? stell dir mal vor, das wäre das Einzige, was noch auf dem Schlachtfeld Das wollen wir wäre. uns nicht Und die vorstellen, fliegen bitte. da gerade hin und so, ja, easy. Und dann so, wenn die einfach so weggehauen von so einer Der ist von Luftkanone. den. Ja, okay. Das war es auf jeden Fall von uns. Das heißt also wirklich wieder mal CW-Action ohne Ende.
Ich überlege gerade, ob ich halt. Nee, ich jamme die jetzt gerade nicht. Ich brauche noch ein bisschen Zeit zum Bearbeiten der ganzen anderen Sachen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, CW-mäßig kennt ihr mich ja, gibt es ja halt relativ wenig. Aber wenn, dann gibt es halt eben auch knappen Stuff. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr haut mal rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.